Schauen wir uns noch einmal die Ausrüstung an. Hier sei dazu gesagt, die Ausrüstung des Fallschirmjägers, die wir hier haben, ist sehr speziell. Also ein Sumpftarnschmock war sehr selten. Wir wollten ihn euch einfach nur mal zeigen und vorstellen in dieser Kombination. Wenn ihr genaueres zu den Fallschirmjägern wissen wollt, dazu haben wir schon ein paar Videos veröffentlicht, die findet ihr dann hier oben. Doch bevor es weitergeht, wollen wir uns beim Sponsor des heutigen Videos bedanken: AG1 von Athletic Greens. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse ist sehr wichtig. Und gerade wenn man bei Wind und Wetter Dreharbeiten hat und den ganzen Tag über großen Strapazen ausgesetzt ist. AG1 ist dabei eine große Hilfe, die Nährstoffaufnahme zusätzlich zu unterstützen und erinnert uns daran, sich auch für den Rest des Tages gesund zu ernähren. Aber auch für die Nachbearbeitung der Filme sitzen wir relativ viel am Computer, wobei hier Energie und Konzentration besonders wichtig sind. Dabei kann uns AG1 unterstützen. Mit AG1 fühlen wir uns energiegeladener, weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Der Sommer ist vorbei und die Tage werden wieder kürzer. Deshalb gibt es heute ein besonderes Angebot von AG1. Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Das Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Bei Abschluss eines monatlichen Abos erhältst du einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Schau dir dazu einfach den Link in unserer Videobeschreibung an. Wir vergleichen jetzt von oben nach unten Teil für Teil der beiden Soldaten und sprechen danach noch einmal über den Tragekomfort. Wir fangen mit dem Helm unseres Fallschirmjägers an. Das ist in dem Fall der M42-Helm in Normandietarn mit Kaninchentraht. Das sieht man auf Fotos immer wieder mal. Das war relativ selten, aber es wurde sehr oft dieser Helm gemischt mit dem M38-Helm, also dem eigentlichen Fallschirmjäger-Helm, zusammengetragen. Das kann man machen. Wir haben uns Rein exemplarisch jetzt für dieses Beispiel entschieden. Normal wäre aber dieser Helm ob nun mit oder ohne Bezug. Weiter geht es mit dem US Stahlhelm, das ist das Modell M1C, der Fallschirmspringerhelme oder der Airbornehelme. Die Besonderheit hierin war, dass dieser Kinnriemen austauschbar war und das Helmnetz, das hier angebracht ist, war nicht nur ausschließlich dazu da, um Tarnung anzubringen, sondern sollte auch, wenn der Helm nass wird und anfängt zu spiegeln, diese Spiegelung brechen noch eine sache zu den halstüchern, die wir jetzt bei beiden soldaten sehen. diese halstücher wurden von den us-truppen, also von den airborne-truppen, als erinnerung oder als trophäe mitgenommen und halt als halstuch. aber auch viele Wehrmachts- und luftwaffentruppen haben sich bei diesem fallschirmsstoff bedient, da dieser stoff unter anderem auch als helmbezug zur tarnung benutzt wurde. weiter geht es mit der uniform. Bei der US-Armee ist es die M42-Bluse und die M42-Hose in der Fallschirmspringer-Ausführung mit den 1944 eingeführten Verstärkungen an Knien und Ellenbogen. Auf der Seite der Fallschirmjäger haben wir hier den Knochensack in der Sumpftarnausführung. Der war wie schon angesprochen sehr selten anzufinden, Splittertarn wäre für den Zeitraum typischer gewesen. An den Beinen sehen wir bei dem Fallschirmjäger noch die Fallschirmspringerhose in Feldgrau. Die erkennt man auch an der Tasche an der Seite, in der das Fallschirmjäger-Kappmesser gehört. Das seht ihr dann in dem bereits erwähnten Video. Unterhalten wir uns noch einmal über die Rangabzeichen, die auf den Uniformen zu finden sind. Bei der US-Armee war es typisch, den Rang auf dem Ärmel zu tragen, ebenso wie das Divisionsabzeichen. Auf zeitgenössischen Fotos sieht man aber auch viele Unterschiede. Zum Beispiel wurden diese Abzeichen und teilweise auch die und schriftzüge weggelassen oder auch diverse Kombinationen getragen. Bei den Fallschirmjägern findet man all dies nicht. Da wurde auch teilweise der Brustadler nicht mehr mit aufgetragen. Hier fehlt er jetzt zum Beispiel auch. Aber auch da sieht man auf Gruppenfotos aus zeitgenössischen Gruppenfotos beide Versionen. Kommen wir nun zur Bewaffnung und Ausrüstung der beiden Soldaten. Da fangen wir mit dem Fallschirmjäger an. Hier sehen wir die Ausführung des K98 Schützen mit dem K98 Bandolier. Der K98 Schütze war auch bei den Fallschirmjägern damals typisch, aber bei der Schlacht in der Normandie war eine sehr ikonische Waffe auch vertreten und die wollen wir euch jetzt einmal kurz zeigen. Die Rede ist hierbei von dem FG42 Typ 1. Das war eine sehr Fortschrittlich gedachte Waffe hatte aber technisch einige Mängel, war aber trotzdem deutlich leistungsfähiger als der K98K. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, wir haben genau über diese Waffe ein extra Video gemacht, das findet dann hier oben. Bei der US Airborne war die Bewaffnung und Ausrüstung ein bisschen anders. Hier finden wir das Stoffwebbing, wie es bei der US Army gängig war. Wir haben hier einmal den Garantbelt. Der zehn Ladestreifen für den M1 Grant fasste. Es waren da auch andere Waffen zu finden, zum Beispiel die Thompson, die Crease Gun oder der M1 Carbine. Da die US Airborne immer mit der Primärbewaffnung aus dem Flugzeug sprangen, hatten sie auch immer eine Seitenwaffe dabei, um den Verlust der Primärbewaffnung zu kompensieren. Das ist in dem Fall der 1911 A1 Colt im 1916 Holster. Kommen wir einmal zur Effektivität der Bewaffnung. Wir haben jetzt hier aktuell ein sehr klassisches Schere -Stein Papier Prinzip. Das heißt, der Grant schlägt den K98 und das FG42 schlägt natürlich wieder den Grant. Hier sei natürlich dazu gesagt, dass die Effektivität der Waffe auch immer vom Training und von der Erfahrung des jeweiligen Benutzers abhängig war. So muss man jetzt hier an der Stelle sagen, dass viele Fallschirmjäger, die in der Normandie stationiert waren, schon sehr viel Kampferfahrung hatten, wohingegen die Airborne-Soldaten ein sehr allumfassendes Training über zwei Jahre absolvierten, was ihnen auch eine entsprechende Erfahrung im Umgang mit den mitgeführten Waffen verschaffte. Des Weiteren sei zu der Bewaffnung gesagt, dass es auch immer eine Frage ist, wie viele davon verfügbar waren. Von dem Gewehr 42 waren weniger als 10.000 zur Verfügung. Es hatte viele Kinderkrankheiten, auch wenn es technisch gut gedacht war. So war auf den K98, der millionenfach produziert wurde, deutlich mehr Verlass. Ab 1941 löste das M1 Garand die Springfield 1903 als Standardbewaffnung der US-Truppen ab. Das war ein achtschüssiger Gasdrucklader und hatte dementsprechend von der Frequenz her einen deutlichen Vorteil gegenüber dem Springfield oder auch dem K98K. Als Abschluss über die technische Übersicht der Bewaffnung und Uniformierung reden wir jetzt noch einmal über den Tragekomfort. Dafür melden sich jetzt die Betroffenen zu Wort. Also nach ein paar Stunden Tragen dieser Uniform und auch durchs Gelände laufen, muss ich schon sagen, im Gegensatz zu der deutschen Uniform. Ähm, schränkt die Uniform überhaupt nicht ein. Also bei Bewegungen und so, man kann sich frei bewegen. Auch die Beine. Das, das fühlt sich nicht an, als hätte man eine Uniform an mit 15, 20 Kilo Webbing an. Es fühlt sich halt wirklich an, als wenn man jetzt auf der Straße rumläuft und einen Rucksack auf hat, so ungefähr vom Gefühl her. Man hat keine Rückenschmerzen oder so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man darin wirklich durchs Gelände mehrere Stunden laufen kann und den ganzen Tag auf Achse sein kann und dadurch eben keine körperlichen Beschwerden an sich. Davon trägt. Was das Webbing angeht, man merkt richtig, dass hier alles fest ist. Wenn man jetzt sich vorstellt, da damit äh, aus dem Flugzeug zu springen, hier bewegt sich nichts. Es ist alles fest am Körper. Da habe ich keine Angst, dass irgendwas rumfliegt oder dass ich irgendwas verliere. Und auch durchs Gelände, jetzt wenn man sich, wenn man sich in Deckung bewegen muss oder über irgendwas drüber springen muss, glaube ich, würde ich der Uniform auf jeden Fall vertrauen. Also im Vergleich zum letzten Dreh, als ich die Feldbluse anhatte gibt es auf jeden Fall Unterschiede, gerade durch den Y-Riemen mit, mit den ganzen persönlichen Gegenständen daran, merkt man hier auf jeden Fall einen Unterschied, gerade weil man recht gut hier dran kommt. Das, das einzige Problem, was es gibt, dass wenn man Durst hat, dass man hier jedes Mal hintergreifen muss und das recht umständlich ist, gerade mit der Waffe, dass man hier dann nochmal die Feldflasche abbekommt, um etwas zu trinken. Ja, da ich seit mehreren Stunden schon mit dieser Uniformierung umherlaufe, habe ich auch in der Zeit gemerkt, es ist extrem frei. Man hat extrem viel Freiraum, es ist extrem locker, überhaupt nicht zu so schwer. Man erreicht alles, man kommt super an die Sachen, die man benötigt und man hat wirklich sehr viel Bewegungsfreiraum. An dieser Stelle wollen wir so ein bisschen die Ausgangssituation der beiden Einheiten vergleichen, nämlich einmal vom 6. Fallschirmjägerregiment und einmal von der 101. Airborne Division. Beim 6. Fallschirmjägerregiment war es so, dass diese Einheit 1943 in Frankreich aufgestellt wurde. Und ähm, diese Aufstellung war noch nicht ganz abgeschlossen zum Zeitpunkt, als die Invasion losging. Das bedeutete, dass ähm, Major von der Hete, die Division, also Major von der Hete ist der Kommandeur der, des Regiments, dem Oberkommando gemeldet, dass seine Einheit zwar sprungbereit ist, das heißt, alle leichten Waffen waren vorhanden, es war aber nicht für den Erdkampf fertig ausgerüstet. Das bedeutete, es gab keine schweren Waffen. Und das hatte natürlich dann für den Erdkampf enorme Nachteile. Das 6. Fallschirmjägerregiment wurde speziell zu diesem Ort in der Normandie beordert, weil man erwartet hatte, dass dort Fallschirmjäger abspringen würden. Und da sie selber Fallschirmjäger waren, ging man davon aus, dass sie besonders geeignet waren, um ähm, diese Fallschirmjäger oder einen möglichen feindlichen Fallschirmjäger-Angriff abzuwehren. Das Problem für das 6. Fallschirmjägerregiment war, Abseits davon, dass es nur ein Regiment war, musste es einen 20 Kilometer großen Bereich abdecken, hingegen andere benachbarte Divisionen nur einen Frontabschnitt von 10 Kilometern abdecken mussten. Major von der Hate konnte das mit seiner Erfahrung aber wieder einigermaßen wettmachen. Ausgerechnet in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni, also dem D-Day, sind viele hohe Generale zu Planspielen gefahren. Das heißt, man hat sich überlegt, hat sich getroffen, hat überlegt, okay, was würde der Gegner eventuell tun, wenn er in der Normandie landet, und hat das dann durchgespielt für den Ernstfall. Und äh, nur Major von der Heete ist dort geblieben und hat in der Nacht vom 5. auf den 6. seine Männer in Alarmbereitschaft versetzt, denn es gab viele Warnzeichen. Zum Beispiel sind die Männer der Versorgungseinheit, die komplett aus Elsässern bestanden haben vom 6. Regiment, sind geschlossen desertiert, und das war für Major von der Heete ein deutliches Warnzeichen, dass die Invasion kurz bevorsteht. Bei der 101. Airborne Division war es so, dass äh, die Soldaten auch leicht bewaffnet in den Kampf gingen, das heißt sie hatten ihre Primärbewaffnung und äh Sekundärbewaffnungen und äh, eventuell noch Maschinengewehre. Aber die fallen Fahrzeuge wie Jeeps und so weiter sollten über Lastensegler abgesetzt werden. Diese sind aber teilweise ähm, so abgestürzt, dass die Fahrzeuge beschädigt wurden oder die Lastensegler komplett zerstört waren. Und viele der Soldaten haben beim Absprung äh, zum Beispiel ihre Beintasche oder ihre Bewaffnung verloren. Denn die Piloten der C-47 Transportmaschinen sind in schweres Flakfeuer geraten, was dazu geführt hat, dass ähm, sie nicht an den vorgesehenen Landepunkten zum einen abgesetzt werden konnten. Und zum anderen, dass sie mit höherer Geschwindigkeit geflogen sind, sodass äh, viele der Sachen der falschen Jäger im äh, Rotorensog mit weggerissen wurden und sie auch teilweise aus zu hoher oder zu niedriger Höhe abgesprungen sind. Und das hat leider auch dazu geführt, dass viele Soldaten mit ihren Sachen zum Beispiel in ein Moor gesprungen sind und ertrunken sind oder schwere Verletzungen hatten. Und vor allen Dingen aber der größte Nachteil war, dass sie alle komplett in den falschen Landezonen verstreut waren. Die 101. Airborne Division hatte den Auftrag, im Raum St. May Eglise abzuspringen und den Brückenkopf, den die anlandenden Truppen bei Utah Beach bilden sollten, abzusichern. Das heißt, sie sollten diesen Raum besetzen und gegen etwaige Gegenangriffe der Deutschen absichern, sodass genug Material am Utah Beach anlanden konnte, um einen Vorstoß ins Landesinnere zu unternehmen. Zudem sollten einige Einheiten der 101. auch die Brücken bei Corentin sichern, um einen weiteren Vormarsch zu gewährleisten. Und dort sind sie im sehr äh, schweren Kämpfen mit den falschen Jägern des 6. Regiments zusammengestoßen. Die Männer des 6. Regiments, äh, auch in Unterzahl, haben es aber geschafft, die Amerikaner sehr lange hinzuhalten in diesen schweren Kämpfen bei Corentin und auch Gegenangriffe durchgeführt. Das hatte aber einen äh, hohen Blutzoll zufolge. Nämlich von den 4.800 Mann sind acht Wochen später nur noch 40 Mann übrig geblieben. Major von der Hälte bemerkte da relativ unironisch zu, dass sich dann wenigstens seine Versorgungslage verbessert hätte. Vor allem die gewaltige Luftüberlegenheit der Amerikaner sorgte dafür, dass die Fallschirmjäger in diesem ungleichen Kampf nur verlieren konnten. Aber es gibt dann noch einige besondere Beispiele von Tapferkeit, nämlich der Oberfeldwebel Alexander Ulik hat mit einer Gruppe von Soldaten, das heißt 12 bis 15 Mann, es tatsächlich geschafft, 234 amerikanische GIs gefangen zu nehmen. Das waren in dem Fall keine Soldaten der 101. Airborne, sondern der normalen US-Armee, aber das ist dann noch ein sage ich mal herausragender Erfolg und der ist ihm auch mit dem Ritterkreuz vergolden worden. Uli's Erfolg ist im Wesentlichen durch die Kampftaktik der falschen Mega zu erklären. Da sie nicht über die massierte Feuerkraft verfügten wie normale Divisionen, die mit Artillerie usw. So ausgerüstet waren, hatten sie aber einen entscheidenden Vorteil, den sie ausnutzen konnten, und zwar ihre Flexibilität und ihre Schnelligkeit. Das heißt, die Fallschirmjäger sind in den Kampf gegangen, konnten oft ihre Positionen wechseln, konnten ihre Flexibilität und Schnelligkeit einsetzen, um den Gegner zu überrumpeln. So auch in dem eben erwähnten Beispiel. Da war es so, dass er die wenigen Maschinengewehre, die er hatte, zu einer Position befohlen hat und mit dem Rest der Männer die Amerikaner wirklich im Sturm überrumpelt hat, was dazu geführt hat, dass diese Männer sich reihenweise ergeben haben. An dieser Stelle noch mal ein bisschen Eigenwerbung: Wenn ihr unsere Projekte unterstützen wollt, könnt ihr das auch machen, indem ihr in unsere diversen Shops geht, die wir in der Videobeschreibung verlinkt haben. Dort findet ihr zum Beispiel diesen coolen Hoodie oder auch so ein Cap und natürlich diverse andere PLW-Fanartikel. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr euch mehr Vergleiche dieser Art wünscht, schreibt das gerne in die Kommentare und für weitere Videos lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.